Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute mal wieder ein Interview. Nachdem wir ja letzte Woche überraschenderweise kein Interview hatten, ich habe mal wieder eine Solo-Episode gemacht, oder war es schon vor 2 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, sind wir jetzt wieder in der Interviewphase drin. Heute ist bei mir zu Gast ein junger Mann, der einerseits in einem sehr innovativen Unternehmen selbst arbeitet, sich mit Immobilien hauptberuflich befasst und andererseits ein Produkt vertritt. Wir stellen heute im Panzerknacker zusammen ein Produkt vor, das für dich, lieber Panzerknacker-Hörer, unheimlich interessant sein könnte, denn es handelt sich um ein Produkt, mit dem du deine Investmentimmobilien besser beurteilen kannst. Jels studiert Wirtschaftsingenieurwesen dual in Kooperation mit einem großen Automobilzulieferer. Bereits als Student war er selbstständig und setzte mehrere Ideen um. Fotografie und Video zählen zu seinen großen Leidenschaften abseits des Immobiliensektors. Außerdem schätzt er unheimlich Effizienz. Deshalb ist für ihn ein schlanker und für den Kunden transparenter Prozess besonders wichtig. Und mein lieber Jels, das scheinst du bei Homeday gefunden zu haben, denn da bist du Projektmanager Operations. Herzlich willkommen im Panzerknacker. Erste Frage wie immer, wie geht's dir? Hallo Markus, ja, danke für die tolle Einleitung. Mir geht's soweit gut. Ne? Momentan ist eine sehr anstrengende Phase gewesen, aber hat riesig Spaß gemacht, deswegen. Ich habe ein bisschen müde Augen, das sehen die Leute ja Gott sei Dank nicht, aber sonst geht's mir super. Wir beide können uns gerade sehen. Wir führen das Interview über Skype und können uns dabei in die Augen schauen. Ich muss jetzt gerade noch was zu schreiben parat legen, das habe ich vergessen. Wunderbar, das habe ich jetzt. Mein Lieber, erklär mir, was ist Homeday und warum führen wir heute ein Interview? Das ist auf den Punkt gebracht, schnell erklärt, und zwar: Homeday ist ein technologiegetriebenes Maklerunternehmen. Dabei geht es dann vorläufig darum, dass wir versuchen, wir nennen es immer, den Immobiliendschungel zu entwirren. Das heißt, du kennst ja sicherlich auch das Bild eines klassischen Maklers, das ist auf negativ behaftet. Und dem haben wir uns als Firma verschrieben, dass wir ein bisschen Transparenz in den ganzen Markt bringen. Das schafft eben dieser vorhin schon angesprochene Preisatlas. Und zum anderen ist es auch super toll, mit all diesen Leuten daran zu arbeiten, dieses Bild eines Maklers, der eigentlich nur auf schnelles Geld aus ist, zu drehen und da wirklich den Leuten, ich würde schon fast sagen, den Spaß am Immobilienverkauf wieder zu vermitteln. Okay, alles klar. Wie genau kannst du dem interessierten Neuling, Immobilieninvestor, gestandenen Investor damit helfen? Du hast mir das Produkt vor etwa 2-3 Wochen bereits vorgestellt. Mhm. Und das Interessante an der Sache ist ja, ihr bietet es komplett kostenlos an. Und es ist nicht so wie im Online-Marketing üblich, dass man da seine E-Mail-Adresse hinterlegen muss und anschließend feuert ihr die Leute zu mit Verkaufsangeboten, sondern ihr geht tatsächlich hin und sagt, geh auf die Webseite, das Ding ist kostenlos und mach dein Business. Genau. Der große Vorteil, wie du es ja sagst, ich kann mir schnell eine Indikation holen, was ein Gebäude wert ist. Das ist so in Deutschland, das gab es noch nicht. Also ich kann wirklich Quadratmeterpreise auf einen Klick erfahren für Häuser wie auch Wohnungen. Das ist auch relativ neu. Hierbei natürlich kostenfrei ohne Anmeldung. Und zwar wichtig, dass derjenige, der sich schnell informieren will, da einen Nutzen von hat. Wir haben die Daten vorliegen, weil wir das Ganze aus 300 bis 350 verschiedenen Quellen, Internetportalen, wie aber auch dann Tages- und Wochenzeitungen speisen und haben uns gedacht, okay, das wäre doch ganz schön, dass man dort entsprechend auch Nutzer an dem Ganzen teilhaben lässt. Und so ist die Idee für den sogenannten Preisatlas von Homeday entstanden. Mhm. Also wir beide haben uns ja schon 2-mal darüber unterhalten. Ich habe das Produkt selbst auch getestet. Ich möchte jetzt nochmal zurückgehen und die Erklärung des Produkts nochmal ein bisschen genauer machen.
Es heißt, es ist ein online-basiertes, ein browserbasiertes Programm. Das Programm heißt Preisatlas. Und der Service, den ihr uns zur Verfügung stellt, ist, ihr habt 300 bis 1000 Webseiten. Da sammelt ihr alle Daten und im Hintergrund ermittelt das Programm dann einen Durchschnittsquadratmeterpreis. Und zwar nicht nur für eine Region oder für eine Stadt und auch nicht für einen Straßenzug, sondern tatsächlich, sofern die Daten vorhanden sind, es ist noch nicht alles vorhanden, ist natürlich nicht 100% oder 1000% flächendeckend, weil in kleinen Städten wird ja auch nicht jeden Tag in jedem Block was verkauft. Aber wenn ihr auf die Daten zurückgreifen könnt, könnt ihr sagen, hier in dieser größeren Stadt, Berlin, München, Hamburg, wo auch immer, in diesem Block haben wir einen Durchschnittsquadratmeterpreis von einer Wohnung von, sagen wir mal, 32 Euro. Und wenn du jetzt eine Wohnung für 24 angeboten kriegst, dann schlag zu. Genau, also grundsätzlich kann man sich das vorstellen, jetzt die Hörer, die nicht vielleicht gerade am Bildschirm das verfolgen und selber mal draufgeklickt haben, wie eine Google Maps Karte interaktiv. Ich kann dort wirklich rumklicken und sobald ich einen Block anklicke, ich sehe dort alles farblich hinterlegt. Das heißt, ich habe eine Einstufung. Das kann ich mir so vorstellen. Ich habe hier in dem Haus, in dem ich zum Beispiel in Berlin wohne, habe ich ja bestimmte ÖPNV-Anbindungen. Das heißt, ich habe eine Busanbindung, eine S-Bahn, ich habe Kindergärten, ich habe Parks. Du wirst es bei dir zu Hause genauso kennen. Nein, ich wohne in der Schweiz. Wir haben keine Parks, keine Kindergärten und keine ÖV-Anbindung. Aber dafür jede Menge Berge und hoffentlich schönes Wetter in Berlin. Nicht lachen, das ist ernst gemeint. Ja, genau. Aber hättest du dort jetzt Parks und tolle Nachbarn und ÖPNV-Anbindung, dann sind das natürlich viele Faktoren, die wir mit einbeziehen. Das heißt, so ermitteln wir erstmal diese Farbe, die man dort sehen kann, um die Wohnlage einzustufen. Dann darüber hinaus, genau wie du es gerade schon erklärt hast, wir haben 300 bis 350 verschiedene Quellen, die regelmäßig gespeist werden, dass wir so auch immer aktuelle Werte haben, aber gleichzeitig natürlich auch saisonale Schwankungen ausgleichen können. Das ist ganz wichtig. Der Immobilienmarkt bewegt sich ja nicht zwingend von heute auf morgen, sondern das ist ja eher eine quartalsweise, wenn nicht sogar jährliche Bewegung. Das muss man da natürlich mit einbeziehen. Genau. Und jetzt, ich als Investor kann dort zum Beispiel mir Häuserblöcke auch anschauen, die nicht in meiner Stadt liegen, kann eine erste Indikation bekommen, wie entwickelt sich der Markt. Und da sehe ich dann auch direkt basierend auf den Vergangenheitsdaten die Entwicklung der letzten 3 bis 5 Jahre. Das heißt, ich kann auch sehen, wie hat sich dieser Block im Verhältnis zur Stadt entwickelt, was ja für mich als Investor natürlich auch oder auch als Verkäufer, der ein Objekt loswerden möchte oder darüber nachdenkt, erstmal eine schöne Information sein. Würde es vielleicht Sinn machen, sich jetzt näher mit dem Ganzen zu beschäftigen? Mhm. Wie alt sind denn die Daten, die ich auf dem Preisatlas kriege? Oder aus welchem Zeitraum sind es Daten, die 3 Monate alt sind, immer quartalsweise zusammengestellt werden? Oder sind die auch 3, 4 Jahre alt? Weil dann könnte sich das ja das Ergebnis verfälschen. Ja, gute Frage. Also generell sagte ich ja gerade schon, es wird laufend aktualisiert. Also wir sagen ja bewusst nicht zum Beispiel täglich, weil das würde auch keinen Sinn machen, da sich der Markt ja auch nicht täglich aktualisiert. Immobilien, du hast es gerade schon angesprochen, in großen Städten mit hohem Umschlag oder hoher Frequenz, dort habe ich natürlich wesentlich mehr Daten, weil natürlich häufiger Häuser angeboten werden. In ländlichen Regionen, ich erinnere mich in unserem ersten Gespräch, hattest du uns ja auch schon mal eine sehr ländliche Gegend genannt. Da ist es natürlich so, da werden zwingend Häuser nicht oder teilweise überhaupt nicht oder ganz selten verkauft. Da versuchen wir natürlich zu mitteln, beziehungsweise zu sagen, wir versuchen die Region zu vergrößern, um dann diesen geringeren Verkaufsumschlag auszugleichen. Basierend auf den Daten können wir dann hoffentlich einen nahezu genauen Preis natürlich hauptsächlich fokussiert aufs Grundstück geben, weil die Immobilie kennen wir ja gar nicht. Wenn da jetzt ein sehr großes Grundstück in super Innenstadtlage ist, dann ist das generell natürlich erstmal, wir kennen das als Immobilienexperten, Lage, 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 sagt man immer so schön. Das ist natürlich das A und O. Aber wenn da jetzt ein ganz spezielles Haus draufsteht mit ganz spezieller Bauweise oder einer tollen Ausstattung, das können wir natürlich in diesem Atlas jetzt nicht zwingend erfassen. Noch nicht. Wir gehen natürlich später auch, können wir auch gerne mal auf die Verfahren eingehen. Aber da bieten wir dann auch einen komplett kostenlosen Service an, dass wir sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja gut, das ist eine schöne Indikation, aber jetzt will ich wirklich mal wissen, was wert ist, dann bieten wir auch eine komplett kostenlose Vor-Ort-Bewertung an. Also dann kommen wirklich Immobilienexperten von uns raus,
Das ist auch total unverbindlich und würden diese Immobilie dann einschätzen, wenn es wirklich darum geht, dann einen genaueren Wert am Ende zu haben. Wie läuft das ab? Ihr fahrt dann, wenn ich in Karlsruhe, Heidelberg was haben will, von Berlin aus los und schätzt meine Immobilie ein. Und es kostet mich nichts. Ungefähr kannst du es sagen. Das einzige Detail, was wir jetzt hier noch anpassen müssen, ist, dass wir deutschlandweit vertreten sind. Das heißt, wir operieren nicht nur von Berlin, sondern wir haben sowohl eigene Makler als auch Partnermakler, die auch Immobilienexperten sind und die dann wirklich die Region kennen bei dir. Das heißt zum Beispiel in Karlsruhe hätten wir dort einen Experten für Karlsruhe, der den Markt kennt, der die Immobilien kennt und das natürlich dann auch viel besser einschätzen kann als jemand, der sich im Raum Berlin die letzten 10 Jahre aufgehalten hat und dort auch Immobilien vertrieben hat. Das ist schon unser Anspruch, dass wir da wirklich, deswegen ja auch dieses, was ich am Anfang sagte, Immobiliendschungel entwirren und diesen Prozess effizient und auch kundennah gestalten, also wirklich emotional. Es ist ja ein sehr emotionaler Verkauf, wenn du dein Zuhause verkaufst oder schätzen lassen willst, da hängt ja auch jede Menge dran, viele Erinnerungen. Und da ist es uns natürlich wichtig, dass du dich bestens aufgehoben fühlst und natürlich, du willst natürlich mit jemandem zusammenarbeiten, der weiß, wovon er spricht. Bestenfalls sogar noch mehr als du. Oftmals ziehe ich das vor, ja, genau. Ja. Oftmals ziehe ich das vor. Zum Preisablass selber, was kann der noch, oder was, Punkt 1, was kann er aktuell noch und was ist noch geplant, ist das noch eine Beta, sind wir noch in der Beta oder der ist schon veröffentlicht, ne? Genau, wir sind am Ende Januar offiziell live gegangen. Also heute ist der 31. Januar 2018, muss man mal sagen. Wir haben uns schon deutlich früher kennengelernt und drüber gesprochen, da war es noch in der Beta-Phase, durfte ich auch mittesten und jetzt aktuell sind wir schon online gegangen, das heißt für jeden zugänglich, sobald das Interview draußen ist. Da kann man, wie findet man den? Ist ganz einfach. www.panzerknacker-podcast.com/Preisatlas. Da kommt man dann direkt auf die Webseite. Da habe ich eine Weiterleitung eingebaut. Was kann das Programm aktuell noch? Habt ihr irgendwas inzwischen schon wieder verbessert? Und was wird es in Zukunft noch können sollen oder werden? Mhm. Genau. Also was bei uns ja natürlich der große Clou ist, ist, wir haben ja schon durch das eigentliche Geschäft sehr, sehr viele Daten zum Immobilienmarkt. Das heißt, was ich anfangs sagte, Quadratmeterpreise für Häuser und Wohnungen, das ist unser Kernprodukt, nenne ich es jetzt mal. Daneben natürlich das Ganze kostenfrei für Käufer und Verkäufer. Was kommt noch dazu, was du gerade gefragt hast, ist unter anderem, dass wir natürlich in Zukunft auch ein Ertragswertverfahren anbieten möchten. Das ist nämlich genau das Interessante. Wie bitte? Was ist das? Es gibt ja 3 Verfahren zur Preisbildung und Einstufung. Es gibt das Vergleichswertverfahren, es gibt das Ertragswertverfahren und das Bodenrichtwertverfahren. Ich habe von allen dreien keine Ahnung. Bitte alle drei erklären. Okay. Generell, das Vergleichswertverfahren ist das, was wir derzeit anwenden, basierend auf einem Machine Learning Ansatz. Das heißt, wir haben über 12 Millionen Angebotsdaten in unserer Datenbank. Zum Beispiel, ich sag mal, du könntest dir das jetzt vorstellen, du machst das händisch, gehst zum Beispiel auf eine große Immobilienwebsite in Deutschland, die dort Angebote listet, worüber du Immobilien kaufen könntest und würdest dann ähnliche Objekte in der gleichen Region heranziehen und schauen, für welchen Preis wurden diese Objekte letztendlich verkauft, beziehungsweise wann ist das Angebot wieder aus dem Portal herausgenommen worden. Das heißt, du kannst ungefähr einschätzen, zu welchem Preis das verkauft wurde. Das mache ich in den USA, genau. Genau. Und das, Comparables. Das ist, exakt, exakt. Ist ja nichts anderes als zu Deutsch ein Vergleich. Ja. Und jetzt, ich habe bewusst das Machine Learning erwähnt, weil Machine Learning ist ja etwas, was mit diesem ganzen Deep Learning-Ansatz derzeit in aller Munde ist im IT-Sektor. Und genau das machen wir und das ist auch unsere große Stärke. Wir machen eben nicht nur die 4 Grundrechenarten, sondern dahinter steckt noch eine ganze Menge mehr, dass wir natürlich auch basierend auf, wie zum Beispiel gerade was ich alles erwähnt hatte, ÖPNV-Anbindung, regionale Besonderheiten, da versuchen, eine möglichst genaue Indikation für diese Immobilie und dieses Grundstück zu geben. Das andere, das Ertragswertverfahren, das ist jetzt natürlich für deine Hörer, denke ich, noch interessanter, ist das, ich möchte eine Immobilie zum Beispiel nicht für mich privat kaufen, sondern als Investition. Ich kaufe zum Beispiel ein Wohnhaus mit 4 bis 6 Wohneinheiten in guter Lage und möchte das Ganze vermieten. Das heißt, ich möchte über die Mieten dann Rendite bzw. ein zusätzliches Einkommen erzielen. Ne? Diversifikation, ich höre deinen Podcast ja auch öfters, so sind wir ja zusammengekommen. Du hast ja schon vielfach darüber berichtet, das ist eben wichtig. Und im Ertragswertverfahren geht es dann jetzt ganz einfach gesagt darum,
welche Erträge, welche Renditen kann ich mit diesem Objekt erzielen. Das heißt, ich gehe natürlich von meinem Invest aus in die Immobilie, aber natürlich auch von den Geldströmen, die zurückkommen. Das heißt, was kann ich denn dafür im Endeffekt für Mieten generieren, abzüglich der Kosten, dann, wenn ich es jetzt ganz genau rechnen würde, was bleibt unterm Strich über? Für Investoren ein sehr interessantes Verfahren. Und das dritte, das Bodenrichtwertverfahren, das ist zum Beispiel etwas, das wenden wir bewusst nicht an, weil das nicht dem Marktwerten folgt. Es wird einfach zu selten aktualisiert. Das heißt, du hast vielleicht auch schon mal von Boris kurz gehört, eine Bodenrichtwerttabellen. Das ist so etwas, was regional in Deutschland immer ausgegeben wird. Aber gerade wenn es hier um das Thema geht, dass man das Bodenrichtwertverfahren anwenden will, ich nehme jetzt mal ein Bundesland, was schon näher an dir dran liegt als jetzt Berlin, das wäre zum Beispiel Bayern. Dort ist es so, ich müsste jedes Grundstück über eine Einzelabfrage abfragen. In Bayern ist zwar schon groß, aber trotzdem haben die ziemlich viele Grundstücke, gerade im Raum München. Das heißt, hier werde ich jede Menge Abfragen starten müssen. Und das ist ein Thema, das ist einfach nicht handelbar und folgt auch nicht dem Ansatz, dass wir natürlich möglichst schnell die Daten immer aktualisieren wollen. Also dass wir natürlich auch immer einen richtigen Wert widerspiegeln. Im Preisatlas haben wir jetzt nur in Anführungszeichen, einen Indikator für Kaufpreise drin. Das ist richtig. Exakt. Wäre es auch noch machbar und ist es interessant oder geplant, dass man umschalten kann von Kaufpreisen auf Quadratmeter Mietpreise? Also bisher gehen wir ganz klar von dem Immobilienverkauf aus, weil das unser, oder von dem Kauf generell oder Verkauf, weil das unser Kerngeschäft derzeit ist. Wir sind ja ein technologiegetriebenes Maklerunternehmen. Mhm. Und dementsprechend sicherlich haben wir schon oft mit dem Gedanken gespielt und tun das auch derzeit immer wieder, da auch die andere Seite zu bedienen. Aber derzeit fokussieren wir uns wirklich darauf, diesen Preisatlas erstmal rund zu machen. Und da, denke ich, ist der nächste große Schritt in Zukunft, sobald auch alles ganz stabil und sauber läuft und alles, wir jetzt auch das erste Feedback erhalten, das ist schon ziemlich groß, dann natürlich in Richtung Ertragswertverfahren zu schauen, wie können wir das dann auch für Investoren und Anleger noch interessanter machen, ne? Als kostenlosen Service natürlich, das muss man immer dazu sagen. Jo, also auch hier der ganz klare Aufruf, mal testen. Wenn was nicht klappt, mit dir in Verbindung setzen. Deine Koordinaten stehen in den Shownotes www.panzerknacker-podcast.com/Jels, J-E-E-L-S. Da kommt man dann auf genau die Shownotes zu diesem Interview. Da kann man auch dann deine E-Mail-Adresse und so weiter rausfinden. Einfach mal ein Feedback geben. Gerne auch ein positives, nicht immer nur, wenn Fehler auftreten. Gerne. Oder Bugs drin sind. Vielleicht auch ein bisschen einfach mal Danke sagen, wenn es jemandem gefallen hat oder geholfen hat. Haben wir zu dem Programm selber noch irgendwas vergessen oder nicht gesagt? Weil es ist jetzt nicht das Mörderinterview von anderthalb Stunden, aber es ist unheimlich wichtig, wenn man gerade mit diesem Thema anfangen möchte, dass man eben gerade als Anfänger nicht übers Ohr gehauen wird, sondern gewisse Indikatoren hat. Haben wir jetzt schon alles gesagt, außer, hey, geh einfach mal drauf und schau es dir an und hab Spaß damit? Ich glaube, was noch sehr wichtig ist generell, dass man natürlich als Person selber immer alles nochmal hinterfragt. Das heißt, natürlich hier die Indikation holen. Ich finde, eine sehr schöne Funktion, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist eine sogenannte Benachrichtigung. Und das heißt, ich kann mir natürlich Wohnblöcke aussuchen. Jetzt als Beispiel, du überlegst, langfristig in Deutschland vielleicht auch in Immobilien zu investieren, kennt sich aber in gewissen Regionen gar nicht aus oder dich interessiert auch einfach was. Zum Beispiel dein eigenes Haus in Deutschland oder auch zum Beispiel spezielle Regionen in Berlin. Du kannst dir für Wohnblöcke für beliebig viele Benachrichtigungen einstellen. Das heißt, wenn sich dort etwas ändert, wenn der Preis angepasst wird, wenn etwas steigt oder fällt, bekommst du automatisch eine E-Mail. Da musst du natürlich dann deine E-Mail angeben, wenn du das möchtest. Und du wirst dann informiert über Entwicklungen in diesen speziellen Regionen, was natürlich hilft, weil du wirst nicht jeden Tag oder alle zwei Wochen auf diese Seite gehen und wieder schauen, weil natürlich auch der Immobilienmarkt sich langsamer ändert als täglich, was ich gerade schon erwähnt habe. Also das ist noch eine sehr spannende Funktion. Dann kann ich auch nur dazu raten, wir haben auch extra einen Button implementiert,
Es kann natürlich sein, dass wir manchmal daneben liegen, weil zum Beispiel Leute ein sehr spezielles Haus haben. Das hatte ich gerade schon, oder eine sehr spezielle Immobilie auf dem Grundstück. Die Besonderheiten, die sehen wir natürlich nicht auf den ersten Blick. Da haben wir extra einen Button implementiert. Man kann sich auch in Anführungszeichen beschweren. Man kann eben nicht sagen, hey, ich habe da ein Störgefühl. Bitte schaut doch mal, dass der Wert könnte eventuell nicht ganz zutreffen. Und da bieten wir natürlich auch komplett kostenfrei für Leute, die überlegen zu verkaufen oder andersrum, die generell einen genaueren Wert haben wollen, eben diese Vor-Ort-Bewertung an. Das heißt, das kann ich dann tatsächlich als Eigentümer auch mal anfordern. Sonst würde ich sagen, hast du das schon ganz gut zusammengefasst. Es ist natürlich eine absolute Neuheit in Deutschland, auch diese Preisinfos auf Wohnblock-Ebene zu bekommen. Also das muss man nochmal ganz klar sagen. Da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass wir das jetzt so schön und schnell auf den Markt bringen konnten. Ich finde es unheimlich beeindruckend, dass wir im deutschsprachigen Raum endlich mal, ich sag's mal andersrum. Ich bin ja nun seit geraumer Zeit in den USA tätig und bin es unheimlich gewohnt, dass ich alle Daten, sprich, ich schaue mir die Unterschrift auf dem Kaufvertrag von einem Grundstück vor 10 Jahren an, dass ich das alles per Mausklick online bekomme. Es funktioniert auch, ohne dass wir uns mit dem Datenschutz immer ins Hemd pissen. Weißt du, auf Facebook gibst du alles preis und zeigst deine Bikini-Fotos und hältst dein 6 Monate altes Kind in die Kamera, ob das Kind das hinterher will oder nicht. Andererseits pissen wir uns jedes Mal ins Hemd mit dem Datenschutzgesetz. Naja, gut. Es ist schön, dass es endlich mal was gibt, was man auch als Privatperson nutzen kann. Und dass ein wirkliches Tool, oder nennen wir es das, was es ist, ein Indikator, also ein Werkzeug in die Hand gibt, das einem selbst als Laie eine gewisse Sicherheit gibt. Genau, was ich dazu noch sagen kann, jetzt kurz ganz unabhängig vom Preisatlas. Du sitzt ja in der Schweiz. Wir sind auch in der Schweiz tätig. Da noch nicht mit einem Schweizer Preisatlas, aber wir haben natürlich auch die Immobilienbewertung, beziehungsweise wir bieten da auch unsere Maklertätigkeiten an. Wir haben extra zwei, ich nenne das mal lokalsprachige Kollegen, die in Schweizerdeutsch natürlich sich auch perfekt verständigen können. Das heißt, falls da Interessenten mithören, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, okay, ich kann leider nicht online direkt schauen in diesem Google Maps Format, aber in der Schweiz ist vielleicht auch das Interesse da, nur als Info. Wunderbar. Wie sieht's mit Österreich aus? Österreich haben wir jetzt aktuell bewusst noch gar nicht so adressiert. Natürlich sind auch die Überlegungen da, in welche Region man als nächstes geht, aber ich glaube, der deutsche Markt bietet derzeit noch so viel Potenzial. Und wir müssen natürlich auch erstmal unseren Prozess so implementieren, dass wir sagen, wir sind jetzt reif für einen neuen Markt, weil du kennst es sicherlich aus dem Schweizer Umfeld, die Kultur ist eine ganz andere und man kann nicht Prozesse von Deutschland in die Schweiz oder andersrum natürlich auch von der Schweiz nach Deutschland einfach so rüberstülpen und dann hoffen, dass es läuft. Also genau das wollen wir eben nicht und deswegen wollen wir erstmal genug Erfahrung sammeln und bisher sind wir auch damit sehr erfolgreich in Deutschland unterwegs. Versuch mal als deutscher Bürger nur mit deinem Personalausweis in ein Waffengeschäft zu gehen, ein AK-47 Sturmgewehr zu kaufen. Nur mal, hier in der Schweiz ist das gang und gäbe, in Deutschland nicht. Versuch mal in Deutschland Schwarzpulver zu kaufen. Hier in der Schweiz kriegst du das ab 18. Also, und es passiert auch nicht so viel. Nur mal so am Rande, ich bin ja noch Jäger und Sportschütze. Also gerade hier. Nein, du kannst garantiert nicht Prozesse, Denkweisen und Handlungstätigkeiten von Deutschland auf die Schweiz oder umgekehrt übertragen. Andersrum, dass die Expertise im Immobilienmarkt, auch der Schweizer Immobilienmarkt speziell in den Kantonen, ist, denke ich, noch ein ganz anderer, wie wir auch erfahren mussten. Deswegen haben wir natürlich auch Experten da sitzen, deswegen haben wir Schweizer hier sitzen, die auch wirklich davon Ahnung haben, weil ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, jetzt als Deutscher, der nie in der Schweiz als Immobilienexperte tätig war, dann dort genau diesen Anspruch zu erfüllen, den wir an unsere Qualität haben. Und das ist eben, ich möchte dir von Anfang bis Ende diesen Immobilienverkauf abnehmen. Es geht nicht nur darum, dass ich eine Anzeige online stelle und irgendwie einen Kaufvertrag
unterschreibe und mal kurz die Wohnung aufschließe oder das Haus, um eine Besichtigung durchzuführen, sondern es geht um alles andere. Es geht um Vermarktungsstrategie, es geht einfach um dieses Gefühl, man hat jemanden, den man jederzeit fragen kann beim Immobilienverkauf, weil da natürlich viele Emotionen dranhängen. Gut, dann möchte ich abschließend nochmal sagen, ich sehe jetzt schon wieder, dass mein Postfach überquillt. Hast du es wirklich nötig, für eine Firma oder für ein Produkt Werbung zu machen? Ich mache hier aktuell gerade eine Werbung für ein Produkt. Die Firma Homeday selber habe ich noch nicht getestet. Ich habe also nichts drüber verkauft und da bekomme ich auch nichts für. Das ist alles kostenlos. Und ja, das ist heute ganz bewusst eine Produktwerbungs-Podcast-Episode. Und die wird es, wenn ich weitere Produkte finde, auch in Zukunft wieder geben. Ich bekomme da dann immer ganz liebe, nette Mails. Von daher einfach mal sagen, ja, das ist jetzt Werbung, aber ja, wenn du das vernünftig einsetzt und wenn du es doch für dich nutzen kannst, es bringt dich doch weiter. Was soll ich denn sonst machen? Es für mich behalten und hinterher sagen alle, hättest du doch mal was gesagt. Naja gut, schauen wir mal, wie es rauskommt. Wenn du noch irgendwas für uns hast, wenn ihr da weitere Programme entwickelt, meldest du dich bitte wieder. Gerne. Ja, weil das ist natürlich unheimlich innovativ. Gerade in gewissen Facebook-Gruppen, wo ich auch aktiv bin, wird es garantiert hohe Wellen schlagen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Preisatlas zu einem Standard-Tool wird für jeden privaten und gewerblichen Immobilienmakler oder Investor. Ich kann dazu sagen, weil du es gerade so schön formuliert hast, eine sehr bekannte deutsche Zeitung, die öfters mal reißerische Titelseiten formuliert, hat so schön getitelt, was ist das Haus deines Nachbarn wert? Und genau dieser Faktor spielt da nämlich auch mit. Ich kann jetzt wirklich mal eben auf einen Klick schauen, was denn das Nachbargrundstück kostet. Also gar nicht zwingend auch mit dem Verkaufsinteresse, so kann ich es natürlich nutzen. Da hast du absolut recht, deswegen sehe ich es auch als sinnvolles Produkt in deinem Rahmen heute an. Aber andererseits kann ich mich natürlich auch selbst informieren. Ich kann wirklich spielen, zu gut Deutsch. Klasse. Das lasse ich als Schlusswort so stehen. Jels, danke dir heute für deine Zeit. Der CEO von deiner Firma hat leider die letzten 2 Wochen krank im Bett gelegen. Wir wollten es eigentlich mit deinem Freund und Kollegen machen. Ist aber überhaupt kein Problem. Du warst uns auch ein kompetenter Interviewpartner mit der kompletten Rückendeckung deiner, eurer Firma. In diesem Sinne grüße ich euch alle, auf dass er schnell wieder gesund wird. Und ja, wenn es wieder was Neues gibt, bitte unbedingt bei mir melden, weil www.panzerknacker-podcast.com/Preisatlas einfach mal reingucken, das Ding ist selbsterklärend und zusehen, dass man Geld verdient. Ja, damit tschüss, Jels. Danke, Markus, mach's gut. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker Podcast. Dies ist eine Markus Habermehl Production.